Die Armbanduhr. Für viele ist sie unnötig. Immerhin hat jeder ein Handy und darauf ist die Uhr sowieso präziser. Für andere sind sogenannte Chronometer ein essentielles Accessoire, das sie an ihre Sterblichkeit erinnert und ihnen Motivation im Leben gibt. Für mich persönlich sehen die Dinger zwar ganz schick aus, aber mein Grund, eine Uhr zu tragen, ist, dass ich zwar ein Smartphone habe, aber eben nicht ständig draufschauen will. Es gibt massengefertigte Billigware und handgefertigte Kunstwerke, die schnell über 100.000 Euro schwer sind. Eines jedoch haben alle Armbanduhren gemeinsam. Sie werden von Menschen gebaut, die Ahnung haben von dem, was sie tun. Und das werde ich ändern, indem ich einfach meine eigene baue. Und zwar aus Metall und Holz. Dieses Video wird unterstützt von Schub. Mehr dazu später. Wie soll sie aussehen, die Uhr? Wie ihr an meiner Uhr ja seht, stehe ich eher so auf schlichte Uhren. Allerdings, wenn ich schon eine Uhr selber mache und quasi jede Form und jede Gestaltung machen kann, die ich will, dann mache ich das ein bisschen extravaganter. Ich habe vorhin mit einer KI schon ein paar Bilder generiert, die echt cool aussehen, aber mir alle nicht so richtig gefallen. Drum bin ich jetzt hier im CAD-Programm und ja, darf träumen. Okay, hier immer ein Sechseck, so soll es aber nicht bleiben. Und damit wird er zum Stern. Den will ich aber nicht so lassen. Ich will ihn ein bisschen abrunden, so ist er ein bisschen zu eckig. Und ich probiere nochmal eine Alternative. Ich glaube, dass ich das so ziemlich geil finde. Dann einmal das noch abschrägen hier. Ja, das finde ich sehr cool. Zum Schluss konstruiere ich noch den Deckel, in dem später das Uhrwerk liegen wird. Das Ziffernblatt ist im Gegensatz dazu nicht metallisch kühl, sondern aus warmem und echtem Holz. Wobei das Metall darunter durch die Ziffernblattstriche hindurch schimmern wird. Damit ist der Bauplan für meine eigene Uhr fertig, mit einem eleganten Design, das Natur und Technik in einem Stück kombiniert. Alles um dieses Uhrwerk herum baue ich jetzt selber. Stellt sich nur die Frage, wie um alles in der Welt ich sowas Komplexes überhaupt in die Tat umsetzen soll. Womit wir zu unserem neuesten Prunkstück in der Werkstatt kommen, unserer CNC. Die kann mit computergesteuerter Präzision mehr oder weniger jede beliebige Form aus Holz, Kunststoff und Leichtmetall fräsen. Das Ganze ist super komplex und gar nicht mal so günstig, weswegen es bestimmt eine gute Idee ist, einfach mal drauf loszufräsen. So, jetzt kommt das Alu professionell drauf, hier auf doppelseitige Klebeband. Und da kannst du hier Start Cycle. Oh. Wieso macht er das? Oh, da fahren wir langsam! Der taucht ein gerade. Ah. Pass auf, der kommt langsam. Der ist schon hart. Yo. Ah. Oh Gott! Das war schon die erste Aufgabe. Ja, aber geil. Also so richtig glatt ist die Oberfläche jetzt nicht, ne? Was ich euch beim ersten Bauteil, dem Gehäusedeckel, aber noch verschwiegen habe, ist, dass die CNC leider nicht automatisch weiß, was sie machen muss. Man muss fast für jede Bohrung, Kontur, Abschrägung oder Einlassung einen extra Pfad generieren, in dem genau definiert ist, welches Werkzeug, also welcher dieser lustigen Fräser verwendet wird, welche Abmaße dieser hat, wie schnell, wie steil und von welcher Richtung dieser ins Metall gefahren werden soll. Und noch viel mehr. Früher war das wirklich extrem aufwendig, aber mit moderner Technik bekommen das sogar wir hin. Und das, was ihr gerade hier seht, ist die Simulation davon, was jetzt gleich sicherlich genauso problemlos auch in echt funktionieren wird. So, das ist auch eine Todeswaffe jetzt. So, jetzt kommen wir zu dem oberen Teil, also das obere Teil der Uhr, der richtig schön sein muss. Das ist ein viel komplexeres Teil, also wir haben wirklich ewig und zwei Tage gerade da rumgebastelt. Ach, warte. Das war schon eine harte Einfuhr auch, gell? Ja, das Ding habe ich abgebrochen. Ja! Weil ich dachte halt, der ist gerade irgendwo angefahren. Thomas, aber warum macht er das? Der macht aber auch Sachen, die überhaupt nicht hier draufstehen im G-Code. Lad mal den G-Code neu. Ist so geil, sobald der eintaucht, Thomas. War ja auch voll random einfach. Okay, wir lassen jetzt einmal mal. Wir vor allem, genau, wir lassen den jetzt einfach mal fahren. Okay, Cycle Start. Hä? Was? Ich hab's ein bisschen langsamer gemacht. Ich hab's auf 50% gestellt. Was macht der da? Thomas! Aber warum fährt der da auch ein wie so ein Idiot? Geht alles im Bach runter, weil das alle überall ist. Oh! Mann, hast du gerade nicht im Ernst einmal einen Fräser eingesaugt? Ja, der ist, glaube ich, zu schwer. Der liegt ja noch irgendwo im Schlauch vielleicht. Nee.
So, jetzt, ich mache jetzt manuell immer ein bisschen langsamer. Nein, ich habe offline Oh, oh, oh! Was jetzt? Was jetzt? Erster! Nee, ich war das, ich war das. Teil 1, Dom! Oh, Alter! Ja, wir haben das Gehäuse 5 mm dick konstruiert, aber leider das falsche Alublech angespannt, das nur 4 mm dick ist. Das ist ungefähr so, als würde man eine DIN A4-Seite auf einem DIN A5 Blatt drucken wollen und sich hinterher wundern, wo der ganze Text abgeblieben ist. Aber auf dem zweiten Versuch klappt's jetzt doch garantiert. Eigentlich fehlt erst die Hälfte von dem. Ja. Nein, nicht schon wieder ein Fräser. Da ist Manu leider beim zweiten Versuch direkt einen Fräser abgebrochen, den wir nur einmal hatten. Weswegen ich jetzt direkt auf eBay einen Satz neuer Fräser bestelle. Und da habe ich einen Megatipp, bei dem ihr bares Geld beim Online-Shopping zurückbekommen könnt. Durch Cashback mit Schub, unserem heutigen Sponsor. Da habe ich hier zum Beispiel einfach über 15 Euro zurückbekommen, als ich mir einen Luftfilter bei Dyson gekauft habe. Dabei gibt es über 2200 Partner, wie zum Beispiel Mediamarkt, Booking.com, eBay oder sogar Lieferando, wo ich gestern bei einer Bestellung einfach 2 Euro zurückgekriegt habe. Man klickt einfach in der Schub-App auf seinen Lieblingsshop, kauft ein wie gewohnt und erhält anschließend einen Teil des Einkaufs auf seinem Schubkonto gutgeschrieben. Das Geld könnt ihr euch schon ab dem ersten Euro Cashback direkt aufs Bankkonto oder auf PayPal auszahlen lassen. Eure Daten sind dabei komplett sicher, weil Schub keinen Datenhandel betreibt, sondern sich einfach einen kleinen Teil der Vermittlungsprovision einbehält, sich damit eben finanziert und ihr bekommt den Rest. Schub hat bereits über 2,2 Millionen Nutzer in Deutschland und ist damit die Nummer 1. Also klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, meldet euch kostenlos bei Schub an und ihr bekommt 10 Euro extra Cashback bei eurem ersten Einkauf. Das war jetzt der fünfte Versuch und wir nehmen jetzt zum ersten Mal das Teil hier raus, weil wir so zuversichtlich sind, dass wir es jetzt brauchbar sein könnte. So, die Spannbratzen, die kommen da ab. Oha! Das sieht auch total geil aus von unten einfach. So, das heißt, wir sind überall fast durch, aber nicht ganz, sieht man hier. Hier links ist es, ja, da sehe ich euch durch, aber hier auf der rechten Seite halt leider nicht. Deswegen nehme ich das mal mit an die Werkbank und schaue, ob ich es irgendwie rauskriege. Dann schneide ich das einmal mal so grob raus. Das lässt sich echt schneiden wie Alufolie. Dann muss das noch irgendwie raus. Geil! Muss man auf jeden Fall noch gut wegschleifen jetzt leider. So, dann packen wir einmal die Schlüsselfeilen aus. Also, cool. Sieht das ja jetzt schon aus. Hat auch die richtige Form, aber die Oberfläche ist noch nicht ganz glänzend genug. Deswegen wird sie jetzt nochmal ordentlich poliert und geschliffen. Aber vorher wurde nochmal die CNC angeschmissen und der Deckel gefräst, der später das Uhrwerk halten wird. Fehlen nur noch die Bohrungen, in die später das Armband hineingeklipst wird. Zuerst wollte ich die mit der Standbohrmaschine machen, aber da man eine CNC ja auch manuell mit Pfeiltasten ansteuern kann, habe ich einfach den Fräser durch einen Bohrer ausgetauscht und die CNC genutzt, um erst die winzigen Bohrungen zu machen. Und dann doch wieder mit dem Fräser einen Kanal zu fräsen für die Achse der Krone, mit der man bald die Uhrzeit einstellen kann. Als letzte Amtshandlung an der CNC kommt das Ziffernblatt aus hauchdünnem und echtem Walnussholz unter das Messer. Und weil das mit so dünnem Holz so viel schneller geht, haben wir das direkt viermal mit jeweils verschieden dick gefrästen Ziffern gemacht, aus denen ich dann das Schönste auswählen konnte. Doch
eine unerlässliche Sache fehlt noch, womit wir beim Uhrwerk wären. Quasi das Herzstück einer Uhr, das sie antreibt. Teure Uhren haben oft ein mechanisches Uhrwerk, das man entweder aufziehen muss oder das sich durch die Bewegung selbst aufzieht. Das ist extrem cool, aber eben auch teuer und filigran. Die meisten Uhren haben ein batteriebetriebenes Quarzuhrwerk und so eins verbaue ich also auch. Vielleicht kam noch keiner vor mir auf die dumme Idee, eine Armbanduhr einfach selbst zu bauen, weshalb ich die Dinger im Einzelhandel nirgends gefunden habe und mir einfach eins aus einer alten Uhr klau, die eh nur noch Staub ansammelt. Ich habe ja alle fertigen Teile vor mir und jetzt muss ich nur noch die Uhr zusammenbauen. Ich fange an mit diesem Teil, beziehungsweise erstmal mit diesem Teil, weil da müssen jetzt erstmal ein paar Sachen zerlegt werden. Erstmal muss er hier raus. So, genau, er musste hier raus. Dann muss ich jetzt diese Zeiger muss ich abmachen, möglichst ohne die irgendwie kaputt zu machen, weil die sind super filigran. Hat, glaube ich, geklappt. Man setzt hier einmal das Uhrwerk ein mit dem Löchlein, Richtung Löchlein. So, das wird jetzt einmal hier eingesetzt. Das ist schon sehr geil jetzt. Aha, ist schon krass, wie das aussieht. Und oben drauf kommt jetzt das Teil hier. Muss ich nur darauf achten, dass genau da, wo der Ausgang ist, auch der Ausgang sitzt. Boah, das ist krass. Das ist richtig geil, wie das jetzt hier in Kombination miteinander mal aussieht. Das sieht einfach aus, als wäre es ein Teil. Ich finde das ultra schön. Dann geht es jetzt weiter mit den, ich weiß gar nicht, wie es heißt, das Drehrädchen, das ich hier durchfädel. So. Und jetzt, bevor die Zeiger noch kommen, kommt hier erstmal das Holz rein und das wird extrem geil. Weil dann sieht man zum allerersten Mal, wie das aussieht. Die Striche müssen dann richtig orientiert sein, das ist klar. Das Holz ist aktuell noch lose da drin. Kommt dann jetzt dieser Gummi hier rein. Der hält nicht nur das Holz unten, sondern vor allem auch gleich das Glas drin. So, und das sieht doch jetzt eigentlich erstmal nur geil aus. Dann das Filigranste, die Zeiger hier, muss ich jetzt reinfriemeln. Ich fange an mit dem Stundenzeiger, dann natürlich der Minutenzeiger, ist klar. Und zu guter Letzt der Sekundenzeiger, der jetzt schon tickt. Geil! Ist ja krass, das Teil lebt einfach, das ist heftig. Und das Krasseste ist halt, und ich weiß nicht, wieso ich das so krass finde, dass ich hier jetzt an dieser Krone die Zeit einmal umstellen kann und die dann wieder reinklicken kann und dass sie dann weiter tickt. Dass das funktioniert, dieser Mechanismus. Krass, geiler Scheiß. Dann haben wir jetzt noch eine kleine Glasscheibe und die setze ich jetzt noch rein. Das ist natürlich jetzt schlecht. Nein! Oh Mann, Alter. Ja gut, das ist jetzt ungünstig. Ich war eigentlich fertig, aber ich wollte zu viel. Tut jetzt hart weh, Alter. Fuck. Ja, okay, also ich brauche ein neues Glas. Nur leider habe ich das nicht. Lass uns so tun, als wäre das niemals passiert. So, da fehlen jetzt nur noch die Griffe. Was, Griffe? So, dann fehlt jetzt nur noch das Armband. Bin ich auch gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Da kommt er hier rein. Dann ziehe ich den hier einmal zurück. Zack. Der ist in beiden Löchern drin. Geil. So, ist hier auch drin. Und damit ist unsere Uhr fertig. Zieh sie mal an. Und da ist sie. Es ist geil, ich habe einfach eine Uhr selber gemacht. Wie crazy ist denn das? Das ist meine eigene Uhr mit meinem eigenen Design selber gemacht. Komplett geil. Ist auch nicht unbequem, also ich hatte erst irgendwie Angst, dass das Teil hier sticht, aber das stört überhaupt nicht. Crazy. Seht ihr jetzt gerade noch ein paar gefotoshoppte Bilder, wie es aussehen würde, wenn ich kein Vollidiot wäre. Den Link zu Schub, dem Cashback-Portal, wo ihr beim Online-Shopping Geld zurückbekommt, findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich bin damit raus. Macht's gut!